Hi, schön dich zu sehen. Ich bin Dennis von www.derselbermacherblog.de und in diesem Teil werde ich mir eine neue Werkbank bauen. Wenn dich das interessiert, dann bleib doch einfach dran. Ich möchte mir eine neue Werkbank bauen. Diese ist jetzt 3 Jahre alt. Ich habe ein paar Fehler gemacht bei der Werkbank. Haustür hat einen Besucher. Ja, Leute, meine Werkbank ist jetzt 3 Jahre alt, diese hier. Ich hatte die damals gebaut, hatte ich mir ein paar Gedanken zugemacht. Allerdings hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass ich ein paar Fehler gemacht habe. Das eine ist zum Beispiel das Material, MDF. Ihr könnt es vielleicht sehen, sobald man irgendwas macht, erstens ist es nicht richtig stabil. Es ist ja mehr so eine hochverdichtete Pappe. Und wenn man jetzt die anfühlt, die ist also überhaupt nicht mehr glatt und schön. Zweitens, wenn man mal irgendwas hier verschüttet oder so, dann ist das sofort versaut, weil das sofort ins Material einzieht. Es ist natürlich leicht zu verarbeiten, aber es ist natürlich als Werkbankoberfläche nicht wirklich geeignet. Es sei denn, man möchte die alle 2 Jahre austauschen, so wie ich jetzt hier. Zweitens, ich wollte damals diesen schönen alten Schreibtisch erhalten. Ja, war eine gute Idee, allerdings stört mich das jetzt hier unten alles, weil wenn man, es ist eigentlich so die Hauptfläche, wo man arbeitet und man kann nichts festspannen hier, weil halt immer der Schreibtisch darunter stört. Ja, es ist jetzt nicht so optimal, das Ganze. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich habe ja hier eh nicht so viel Platz in meinem kleinen Keller. Das sind ein paar Quadratmeter und deswegen möchte ich eher ein modulares System haben. Deswegen werde ich jetzt diesen kompletten Teil hier, die 3 Meter noch was oder 2 Meter, muss ich später nochmal nachmessen, die werde ich hier komplett, ich glaube 3,90 Meter sind es insgesamt, werde ich unterteilen. Ich werde zum Beispiel hier meine Tischkreissäge hinpacken, hier in die Ecke kommt meine mobile Werkbank, also die kommt auf Rollen, die feststellbar sind. Und so kann ich das immer mal tauschen und kann auch die Werkbank mal in die Mitte des Raums packen, um irgendwas schön zu arbeiten oder so. So habe ich mir das gedacht. Und die große Herausforderung bei der Werkbank wird sein, dieses 20 mm Lochraster da rein zu basteln, weil ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich das mache. Ja, als erstes gehen wir jetzt mal schön Holz einkaufen. So, ja, die Werkbank ist da. Tada! Ich wünschte, ich könnte sagen, die ist schon fertig. Aber ich habe mir leider einen Bausatz gekauft, beziehungsweise nicht gekauft, sondern selber zusammengestellt. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie meine Planung am PC ausgegangen ist. Früher habe ich immer alles auf den Zettel vorgekritzelt, um zu gucken, weil erst, ich brauche das immer irgendwie vor Augen. Ja. Also beim Zeichnen fällt einem schon auf, okay. An der Stelle brauchst du dann das Maß oder da musst du ein bisschen das und das machen. Und diese Werkbank, die habe ich im Vorfeld am PC in 3D gezeichnet. Ich benutze dafür das Programm Fusion. Das gibt es für Privatanwendungen kostenlos und für gewisse andere auch noch. Das finde ich ganz praktisch. Muss man sich mal ein bisschen mit befassen, aber dann kann man wirklich fast alles dann vorher konstruieren und zeichnen. Und das hilft mir ungemein. So. Ich habe mich für ein Untergestell aus 8x10 cm Fichtenkantholz hier entschieden. Das wird definitiv ausreichen von der Stabilität. Auch das habe ich mir schon mal vorschneiden lassen. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Das sind wahrscheinlich die Beine. Achso, hier ist übrigens meine
Zeichnung. Das ist übrigens auch der Vorteil, wenn man das am PC zeichnet, das Ganze. Dann kann man sich da ohne weiteres mal eben schnell so eine Zeichnung machen. Und dann war ich zum Beispiel heute beim Holzhändler und ich hatte vorher mit 8x8 Kantehölzern konstruiert und hatten sie nicht da, deswegen habe ich 8x10 genommen. Und da kann man ja schnell über die Zeichnung dann die neuen Werte, die neuen Maße, die man braucht, eben alle ermitteln. Das ist überhaupt gar kein Problem. So, die längeren vier müssten eigentlich die Beine sein. Ich habe mich für eine ziemlich hohe Höhe entschieden. Meine Werkbank wird insgesamt 93 cm hoch. Warum? Ich habe meine Kreissäge auch auf 93 cm Höhe. Das ist irgendwann mal ein willkürliches Maß gewesen, wo ich mich einfach hingestellt habe und habe gesagt, okay, bei welcher Arbeitshöhe, was findest du angenehm? Ja? Bisschen an der Küchenarbeitsplatte orientiert. Ich weiß jetzt nicht, was eine normale Küchenarbeitsplatte hat an Höhe. Aber das fand ich ganz angenehm, deswegen habe ich die genommen. Und der Rest soll auf der gleichen Höhe sein, sodass, wenn ich zum Beispiel bei der Kreissäge was schneide, dass ich die Werkbank mit als Ablage nutzen kann, sodass ich dann eine große Fläche habe. Das wird das Ziel. Ich hoffe, das erreiche ich ziemlich genau, weil so ein halber Zentimeter ist da schon echt ein großer Unterschied an der Stelle. Und das versuche ich irgendwie zu vermeiden. Zur Not muss ich meine Kreissäge ein bisschen unterfüttern, aber ich versuche das mal so genau wie möglich hinzubekommen. So, eine Sache noch, bevor es wieder ans Doing geht. Die müssen ja irgendwo verbunden werden, so zum Beispiel. Und das kann man natürlich so machen, da kann man Winkel benutzen oder das mit so schrägen Schrauben hier. Da gibt es ja diesen Undercover Jig, könnte man hier benutzen, würde funktionieren. Ich wollte es aber mal ein bisschen schöner haben. Ich habe mir gedacht, ich klinke das hier aus, ne? Zur Hälfte, 4 cm rein, beziehungsweise das sind ja 10er Balken, also 5 cm rein, klinke ich das hier aus, das auch, und dann werde ich das entsprechend so verbinden, ja, so wie so ein Zimmermann halt. Ja, und ich verspreche mir davon, dass das Ganze erstens schöner aussieht und zweitens natürlich auch insgesamt nochmal stabiler wird, wobei natürlich hier die Größe von 1,25 m x 85 jetzt keine riesen Werkbank ist, aber wer weiß, was man da mal irgendwann bauen will. Und da braucht man schon ein bisschen Stabilität, ne? Ja. Okay, dann geht es jetzt irgendwie weiter. Schauen wir mal. So, es macht natürlich im Moment nicht wirklich Spaß, hier im Keller zu filmen, weil, sag mal, es ist natürlich das, was jetzt in der Werkbank vorher drin war, in den Schubladen und so, ist natürlich jetzt hier auf meinen kompletten Keller verteilt und ich hoffe, das wird sich jetzt mit Video zu Video immer etwas verbessern, das Ganze. Also jetzt geht es im Prinzip darum, das ist ja nicht einfach nur eine 3 cm dicke Arbeitsplatte, sondern ich habe ja hier noch diese, naja, also sagen wir mal den Rand hier, der soll insgesamt 10 cm sein, sodass das so eine Dicke ergibt, von der Werkbank her, wo man an der Seite auch nochmal ja, was anspannen kann oder irgendwas. Da so ist halt der Plan. Und deswegen muss ich jetzt erstmal, weil die Platte ist ja schon 3 cm und ich will auf 10 kommen, muss ich jetzt erstmal Streifen von 7 cm aus dem gleichen Holz schneiden, wie die Platte hier schon ist. Oder es muss nicht das gleiche Holz sein, aber ich habe da jetzt eine komplette Platte von gekauft und habe mir die in Stücke schneiden lassen. Und jetzt muss ich mir nur noch Streifen von 7 cm schneiden. Und das mache ich jetzt. Alter Schwede, gar nicht so leicht. Vor allen Dingen, weil das Holz auch so schwer ist. Aber ich glaube, ich habe einen ziemlich guten Schnitt hinbekommen. Das Ganze müssen wir jetzt nochmal machen. Wird natürlich leichter, weil das Brett auch leichter wird. Ich mache das zu meiner Unterseite. So, jetzt gucken wir, ob wir richtig geschnitten haben. So, wie baue ich das jetzt hier dran? Einfachste Verbindung wäre natürlich einfach Leim drauf, von der anderen Seite Schrauben rein und dann ist das schön fest. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das komplett nicht eine Schraube von oben
auf der Arbeitsplatte hinterher zu sehen ist. Da kommen nachher noch Löcher rein, aber da sollen nicht noch zusätzlich Schrauben. Das ist einfach mein Anspruch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nachher mit Flachdübeln arbeiten. Ich habe so eine Flachdübelfräse, da kann man sich das nachher hier anzeichnen. Löcher rein von beiden Seiten und dann ist das ja ruckzuck gemacht. Ja, das wäre jetzt der nächste Schritt. Also, nicht lang schnacken, machen. Entscheidend bei der Flachdübelfräse ist, die Dübel haben ja eine gewisse Breite. Die sind ungefähr 2,3 cm breit hier. Hier steht 20 mm wird das wahrscheinlich sein. Sind die breit. Ich habe gerade ein bisschen mehr gemessen. Das heißt, man muss natürlich jetzt nicht 2,3 cm reinfräsen, sondern halt nur die Hälfte plus einen halben oder plus einen Millimeter. Da muss ja auch noch Leim rein und so ganz eng will man das ja auch nicht haben. Oder ne, muss es nicht unbedingt sein. So, ich habe mir das jetzt hier angezeichnet. Das Schöne bei den Flachdübeln ist, man muss nicht ganz so auf einen halben Millimeter achten wie bei den ganz normalen Holzdübeln. Die müssen ja wirklich exakt übereinander stehen, sonst passt das hinterher nicht. Und eigentlich brauche ich jetzt hier nur anzuvisieren, ne, die Linie. Ja, und dann eigentlich nur noch Augen zu und durch. So, und jetzt kommen dann später die Dübel hier so rein. Jetzt muss man nur noch auf der anderen Seite genau die gleichen Löcher bohren, fräsen. Fräsen ist es ja eigentlich. Ne? Man muss halt gucken, man hat ja nicht genau die Dicke von dem Brett, nur so ungefähr die Hälfte. Und dass man jetzt von der gleichen Seite den Abstand fräst, also brauche ich ja quasi von hier aus den gleichen Abstand. Also muss ich ja quasi von hier, von der Seite hier fräsen. Also quasi so rum. Ne? Dann drehe ich das jetzt hier um. So. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, sollte eigentlich, jetzt machen wir mal hier den Testlauf. Und es passt wirklich auf den Millimeter, auf den, es passt wirklich total exakt. Bin richtig begeistert. So, jetzt brauchen wir jetzt nur leimen. Und dann haben wir schon mal eine feste Seite. Die kann ja dann schon mal trocknen. Ich habe ja auch nicht unendlich zwingen. Dann lasse ich die jetzt schon mal trocknen und dann können wir mit den anderen Seiten weitermachen. Also das habt ihr ja jetzt gesehen, wie es geht. Das mache ich dann mal eben nachher zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Ja, hat ganz gut geklappt mit den Flachdübeln. Also es wirkt wirklich absolut genau, wenn man das so macht. Hier ist jetzt gerade noch, ich warte jetzt gerade noch, bis mein Leim trocknet. Ich benutze eigentlich immer Expressleim, da muss man nicht so lange warten. Verspannt man das, wartet 15 bis 20 Minuten und dann kann man eigentlich schon weiterarbeiten. Ist das jetzt die richtige Länge? Muss ich erstmal gucken. Ja. So. Und dann habe ich mir gedacht, dass das Holz quasi hier hinkommt. Natürlich nicht davor, sondern hatte ich ja gesagt, ich werde das hier irgendwie einklinken. Das jetzt hier mal ausgeklinkt, ja, hier auch schon. Muss man dann gleich noch ein bisschen sauber machen. Jetzt gucken wir mal, ob das hier passt. Ja. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Und das Ganze werde ich später,
oder werde ich gleich noch mit Holzdübeln verbinden. Also ich werde komplett ein Loch durchbohren und dann werde ich mir einen dicken Holzdübelstab besorgen, dann einleimen, aber das zeige ich euch dann. Ich bin erstmal total begeistert, dass das hier so gut passt. Das kommt natürlich dann nachher von unten rein, das heißt, die Balken werde ich nochmal umdrehen, damit, wenn die Werkbank richtig rumsteht, dann eben reinfällt in das Loch und nicht so rum. Ja, ansonsten, glaube ich, muss jetzt nochmal kurz zum Baumarkt und mir Holzdübel kaufen und noch das eine oder andere. Und dann geht's weiter. Ah, der Akku ist mal wieder leer. Ich brauche unbedingt größere Akkus. So, ungefähr so. Nicht zu wenig. Darf ruhig ein bisschen rausquillen, das kann man gleich abputzen. So, jetzt kommt hier der Dübel rein. Ein bisschen mit dem Hammer nachhelfen. Wunderbar. Gucken, dass das hier genau, dass das schön fest ist hier. So, jetzt lassen wir den mal eintrocknen. Jetzt können wir parallel da an der anderen Seite weitermachen. Oh, also vom Prinzip her, wenn das hier so raussteht, dann säge ich das hier einfach bündig ab. So, da wird dann später nochmal drüber geschliffen und dann ist das perfekt. Hier, wo die Beine mit dem Tisch verbunden werden, da werde ich tatsächlich nochmal von der Seite, vielleicht auch von vorne noch eine, also hier zwei, da eine Schraube reindrehen, damit das wirklich, wirklich fest ist. Ich werde das natürlich zusätzlich leimen und ich werde die Schrauben mit diesem, mit diesem Bohrer hier, werde ich das vorbohren und dann kann ich später die Schrauben mit Holzdübeln verschließen und ein bisschen schleifen und dann sieht man auch von außen so gut wie nichts mehr. Meine Werkbank. Mobil, stabil, richtig gut. Ich bin begeistert. Ich habe das mal über Nacht alles trocknen lassen. Jetzt werde ich gleich noch mal schön mit meinem Schleifgerät einmal da drüber gehen. Aber wie gesagt, es muss ja noch, geht ja noch weiter mit den Arbeitsschritten. Es ist ja noch lange nicht fertig. Der erste Schritt ist aber getan. Die Werkbank ist da. Ja, das wird auf jeden Fall ein mehrteiliges Projekt. Für den Bau einer Werkbank war es das ja im Prinzip jetzt. Man könnte jetzt hier drauf arbeiten, aber für mich soll es das noch lange nicht gewesen sein. Wenn ihr Lust habt und ihr meinen Kanal verfolgt, was wird als nächstes kommen? Mein nächstes Projekt mit dieser Werkbank wird sein, dass ich mir hier ein Lochraster erstelle, 20 mm Lochraster. Das ist wichtig und was dann noch kommt, werdet ihr erfahren. Ich muss ja irgendwo meine ganzen Sachen unterbringen und so weiter und so fort. Und ihr werdet meine jetzt noch total chaotische, unaufgeräumte Werkstatt nach und nach in neuem Glanz erstrahlen sehen. Hoffentlich, damit das alles hier irgendwie demnächst mal ein bisschen schöner wird. Wenn ihr Bock dazu habt oder erstmal, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich freue mich immer, wenn ihr mir Kommentare unten drunter schreibt. Dann habe ich ein bisschen was zu lesen. Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns einfach bei den nächsten Videos, die ich so mache, wieder. Also, bis demnächst, euer Dennis. Ciao, ciao. Wunderbar.